Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Orbit vor Ort. Diese Folge ist in zweierlei Hinsicht etwas Besonderes. Zum einen, wie man unschwer erkennen kann, bin ich leider alleine vor Ort. Zum anderen ist es ein erstmaliger Test unserer neuen HD-Cam. Auf vielfachen Wunsch kommen wir jetzt doch einmal von unserem etwas grisseligen analogen DV-Look weg und versuchen es einmal mit einer neuen Kamera in HD. Wenn da alles noch nicht so ganz rund läuft, auch in Sachen Ton müssen wir noch ein paar Experimente haben, gibt uns noch ein bisschen Zeit. In der heutigen Folge möchte ich euch einmal entführen in meinen kleinen, höchst privaten Game Room, euch da ein paar Spiele vorstellen, ein paar Konsolen zeigen und euch mal einmal zeigen, was ich so über die Jahre angesammelt habe. Wir sind natürlich bei einem relativ interaktiven Medium, deswegen halt, wenn ihr mal was seht, irgendein Spiel, was euch interessiert, irgendeine Konsole, ruhig bei Facebook, bei YouTube kommentieren und einfach mal sagen, Mensch, macht darüber mal eine Folge, erzählt mehr zu dem einen Spiel, dann kommen wir da gerne drauf zurück. Hier seht ihr erst einmal kurz einen Überblick über meinen Raum. Er ist jetzt nicht riesig groß, mögen so 12, 15 Quadratmeter sein. Wir fangen jetzt einfach mal ganz rechts außen an. Nicht sonderlich chronologisch notiert oder nach Erscheinungsjahren, einfach so, wie ich Platz hatte. So, fangen wir mal in der Gemischtwarenabteilung an. Ich bin ja so ein bisschen auch in den letzten Folgen als Sega-Fanboy verschrien, deswegen wer in diesem Video irgendwelche Sony-Microsoft-Systeme erwartet, der wird leider enttäuscht. Nintendo-Fans auch nur relativ wenig bedacht mit meiner doch sehr überschaubaren Sammlung an NES-Spielen. Ein paar Klassiker dabei, Metroid, Gradius, Super Mario, ein bisschen Disney, Castlevania, aber dann war es das eigentlich auch. Ein paar kleine Bücher zu diversen Spielenthemen, meistens natürlich sehr Sega-lastig. Dann haben wir hier noch relativ unbekanntes System, SHG Blackpoint. Werden wir vielleicht separat irgendwann noch was dazu erzählen. Verwandt mit dem Intertonsystem, genauso wie hier Radofin. Die Freunde der japanischen PC-Engine werden hier sofort leuchtende Augen kriegen. Auch relativ überschaubare Sammlung an Hu-Cards. Wenig richtig gute Spiele dabei, muss ich leider sagen. Deswegen bin ich auch noch nicht so ganz auf den Geschmack des Systems gekommen. Ein einsames XEGS-Spiel, kaschiert von einer Overlay-Folie fürs Vectrex. Saber Videoplay, kleine Übersicht. Ja, und hier oben haben wir noch ein paar, ja, wer es kennt, Daumen hoch. Relativ seltene Systeme, Unimax, Palladium, also Steinzeit für viele. Ansonsten hier oben noch ein Haufen an Spielen fürs Vectrex, leider meistens ohne Overlay. Der gute Lightphaser fürs Master System darf ebenfalls nicht fehlen. Ansonsten, hier geht es direkt weiter mit Kindheit lässt grüßen. Damals, glaube ich, als treuer Abonnent des Sega-Magazins bekommen, Sonic Pins als Sammlung. Bevor wir in untere Areale gehen, erstmal ein Schwenk über das Interton VC4000 Fullset. Hat einige Zeit gedauert, einige Mühen gekostet, aber die Sammlung ist jetzt komplett. Dazu kommen das VC4000 in Originalverpackung, neben dem baugleichen Bruder Grundig Superplay 4000. Daneben noch versteckt ebenfalls ein Fullset, ein zugemäßenermaßen einfacher zu erreichendes Fullset, nämlich vom Video 2000, dem relativ unbekannten Vorgänger des Video 4000. Da empfehle ich auf jeden Fall zu unsere Interton-Folge, einmal zu gucken, wer gerne mehr über dieses System wissen möchte. Ein bisschen mit Interton geht es in der anderen oberen Ecke weiter. Hier haben wir das gerade eben angesprochene Video 2000. Darüber noch ein Pong-System. Pong-Systeme sind nicht so meins. Hier das Video 3001, aber halt von Interton. Und da sehe ich mich als einer der wenigen Interton-Sammler in Deutschland. Da oben, neben Henning versteht sich, schöne Grüße. Daneben oben das elektronische Gewehr, auch ein Klassiker. Hier verweise ich auch auf unsere Interton-Folge und noch eine externe Fernbedienung. Auch ein kleines Highlight meiner Sammlung, eine relativ umfangreiche Jaguar-Spielesammlung. Ich habe eigentlich schon relativ früh als Kind angefangen, Jaguar zu spielen. War damals mit meinen Eltern im Holland-Urlaub und habe, als damals der Ausverkauf war, habe ich relativ günstig, Mark 20 Mark damals gekostet haben, Jaguar bekommen. Habe damals die Spiele, Theme Park, Iron Soldier, so die Klassiker, alle schon, Syndicate auch, sind meine ältesten Spiele.
dafür für ganz, ganz kleines Geld dazugekriegt. In den letzten Jahren so ein bisschen erweitert, auch ums Jaguar CD. Aber auch wirklich nur dann, wenn ich zu fairen Preisen kriege, was momentan mit dem Jaguar los ist, ist ja nicht mehr feierlich. Hier seht ihr aber auch den Einstieg, sag ich mal, in meine Videospielleidenschaft, der Game Gear. Ich weiß gar nicht, ob der rechte oder linke mein erster waren. Damals in den Jahr 90, 91, eigentlich relativ schnell, als er auf den Markt kam, geschenkt meiner Eltern, damit der Junge mal was Vernünftiges hat und nicht wie die anderen Kindern auf so einem Gameboy spielt. Da ist es in Schuld, dass ich bei Sega gelandet bin. Hier ein relativ kurioses Highlight, was vielleicht so der ein oder andere überhaupt noch nicht kennt. Nämlich, man sieht schon, Diskettenschacht. Was ist das denn? Und zwar ist das ein sogenannter Double Pro Fighter aus der goldenen 16-Bit-Zeit, als Modulspiele ziemlich teuer waren und als findige, man vermutet asiatische Tüftler auf die Idee gekommen sind, man kann doch die Module mit recht kleiner Kapazität doch einfach auf Disketten kopieren. Das Kuriose an dem Gerät, hat sowohl einen Modulschacht für Mega Drive als auch einen für Super Nintendo. Die Aufsätze kann man tauschen und dann kann man sowohl Mega Drive als auch Super Nintendo Spiele auf Diskette kopieren und von Diskette dann abspielen. Also wirklich kurioses Ding. Funktioniert lustigerweise, weil kein Netzteil dabei war, mit einem Mega Drive Netzteil. Machen wir mal unter der Gemischtwarenabteilung weiter. Hier ist meine kleine Sammlung an Sega Saturn Spielen mit Foto-CD-System, ein paar einzelne Spiele noch. Die HuCard vom Master System hat sich da nur aus Versehen hin verirrt. Zwei relativ seltene und unbekannte Systeme, Palladium und Mustang. Dafür sind übrigens die Spiele, die ich vorhin mal gezeigt habe. Die passen da drauf. Muss ich mich die Tage nochmal in Ruhe mit beschäftigen. Und wie gesagt, hier Saturn, einmal querbeet, ich nehme mal so die Klassiker, sind alle dabei. Direkt darunter das Sega Mega CD, auch einige Klassiker. Dazwischen haben sich auch schon ein paar 32X-Spiele verirrt und relativ außen die meine Dreamcast-Spiele, relativ wenige, aber das ist auch ein System, naja, das hat mich nie so ganz so gepackt wie andere Sega-Systeme. Nochmal eine Ebene tiefer haben wir Master System und 32X. Zum 32X Fullset fehlen mir noch drei Spiele, aber dafür müsste ich glaube ich auch mehrere Monatseinkommen sparen, um an die zu kommen. Einige Master System-Spiele, davon die flachen Schachteln, sind die Cards, der Rest ist die Module. Hier seht ihr so eine bunte Sammlung an Mega Drive-Spielen, beziehungsweise auch Genesis-Spiele. Ich bin so ein bisschen PAL-Spieler, eben auf meiner kindlichen Vergangenheit her besitze ich vor allem PAL-Spiele, japanische relativ wenige. Wenn ihr unsere letzten Folgen gesehen habt, beispielsweise die Weihnachtsfolge werdet ihr Winter Challenge wieder erkennen oder das auch ebenfalls dort angesprochene Turrican in der Pappverpackung. Ansonsten, ja, ein paar NTSC-Klassiker sind dabei. Was weiß ich, Hellfire beispielsweise bekannt oder, ja gut, das Cover von Advanced Military Commander spricht, glaube ich, für sich. Obendrauf, was mir gerade droht runterzufallen, noch der Importadapter fürs Mega CD und der Master System Adapter für den Mega Drive. Wieder eine Ebene tiefer, Atari 2600, ein paar 7000er und 800er Spiele auch dabei. Auf der rechten Seite lustige deutsche Spiele aus dem Quelleversand, einige exemplarisch hier genannt, von Toms Eierjagd über den modernen Ritter bis zu Bobby geht nach Hause. Ansonsten haben wir noch ein bisschen C64 liegen, Atari XE GS, SAG Blackpoint, Radofin, so ein paar einzelne Module, die ja, einzeln waren und sonst keinen Platz gefunden haben und deswegen hier in dem Modulhaufen ganz gut dazu passen. Ganz unten der Game Gear mit vielen Spielen. Originalverpackung habe ich leider bei dem System nur sehr, sehr wenige. Ein paar originalverpackte Atari-Spiele stehen da auch. Honeymax was. Oben liegen so ein paar wenige Spiele, die ich für den Amiga CD32 habe. Dahinter, der eine oder andere sieht es schon, Mega Drive-Spiele, jedoch keine Originale. Es gibt wenig Leute wie ich, die, glaube ich, Spaß haben an Repros, Bootlegs, wie man auch sagen könnte. Meistens irgendwo relativ günstig produziert. Im russischen oder asiatischen Raum, aber irgendwie, ich finde auf jeden Fall eine lustige Sache.
Was den größten Teil meiner Sammlung einnimmt, sind schlichtweg Mega-Drive-Spiele. Das ist das, wo ich als Kind am meisten Zeit mit verbracht habe, wo ich einfach direkt angefangen habe, wenn es mal für Taschengeld auf Trödelmärkten günstig war, ein paar Spiele zu sammeln. Sortiert habe ich die schlichtweg nicht alphabetisch, sondern der Farbe nach. Blaue zusammen, ansonsten Spiele von Konami zusammen oder ganz unten von Electronic Arts. Also einen Schrank voll mit Mega Drive. Teilweise zwei Reihen hintereinander, weil ich sonst schlichtweg überhaupt immer keinen Platz mehr gehabt hätte in meinem kleinen Raum. Auf der anderen Seite des Raums noch ein paar Originalverpackungen, größtenteils mit Inhalt noch drin. Ein paar relativ seltene, obskurere Systeme von SAG Blackpoint, von Philips, Telesport, Schmidt und wie sie alle heißen. Für die hatte ich im Schrank, im Regal auf der anderen Seite schlichtweg keinen Platz. So, hier seht ihr einmal mein Setup komplett im Überblick. Ich nutze größtenteils, muss ich gestehen, einfach der Einfachheit halber ein LCD Philips Fernseher mit Ambilight. Hab jedoch eine Verkabelung rübergezogen auf die andere Seite zu meinem B&O Fernseher, dass ich halt umswitchen kann. Möchte ich jetzt Röhre oder möchte ich jetzt den Flachmann sehen? Der steht hier, MX4000 von B&O, also das ist eigentlich eines der besten Röhrengeräte, die man vielleicht neben den Sony Monitoren bekommen kann. Daneben ebenfalls ein Highlight aus meiner Kindheit. Damals haben die Eltern gesagt, Mensch, sollst du nicht nur spielen, hol dir doch einen PC. Und da war dieses Ding die absolute Krönung und die perfekte Kombination. So, auf den ersten Blick sieht es aus, ganz normaler PC, ist ein 386er von Amstrad. Aber das Highlight ist hier, Diskettenschacht, normaler PC, man switcht um. Und dort ist der eingebaute Mega Drive. War damals für seine Zeit wohl relativ teuer, auch nicht sonderlich erfolgreich. Ist auch nicht das Original, was ich als Kind hatte, sondern das habe ich irgendwann mal, wie man halt so ist, wenn man kein großes Interesse mehr daran hat, verbastelt. Aber glücklicherweise für kleines Geld über eBay Kleinanzeigen mal bekommen. Ich muss nur dringend den Grip noch entfernen, das steht auf meiner To-Do-Liste. Machen wir auf dieser Seite beim Hardware-Setup weiter. Wie gesagt, mein Fernseher als mein Hauptsystem ist quasi direkt angeschlossen, der Mega Drive in der Maximalausstattung mit Mega CD und 32X. Daneben sieht man zwei große Bandridge SCART-Umschalter, wo ich halt alles andere, was drumherum aufgebaut ist, wahlweise zuschalten kann. Wir fangen mal hier auf der rechten Seite mal eben an. Hier beim Vectrex, der ist natürlich nicht an den Fernseher angeschlossen, klar. Darunter mein einziges Nintendo-System, klassische NES, nicht Mini, sondern Classic Normal. Ein Atari XE, also das XE Game System. Nicht sonderlich erfolgreich damals gewesen, aber wie ihr bei weiteren Schwenks noch sehen werdet, habe ich halt ein Herz für gescheiterte Systeme. Oder schon eine Etage tiefer, nämlich beim Amiga CD32. Wie gesagt, hier auch nochmal der Hinweis, wenn ihr mal über ein System mehr erfahren wollt, sagt ruhig Bescheid, wir würden es dann in einzelnen Folgen nochmal vorstellen. So. Auch als PAL-Freund habe ich hier einen japanischen Saturn, um eben die Importspiele spielen zu können. Daneben steht Dreamcast. Dann haben wir noch ein ColecoVision, Master System 2, darunter ein Saber Videoplay, Atari 2600, wobei man es fairerweise sagen muss, die untere Reihe ist nicht angeschlossen, weil dafür muss man Antennenkabel noch verlegen, das habe ich in meinem Setup noch nicht ganz drin. Ich überlege auch noch, ob ich die quasi über Antennenkabel anschließe oder doch mal einen AV-Mod mache. Auf der anderen Seite des Tisches ein Atari 7800, der hat schon AV-Mod verpasst bekommen, also hat einen direkten SCART-RGB-Ausgang. Da man auf dem auch 2600er Spiele spielen kann, ist deshalb momentan mein Atari-System. Daneben PC-Engine-Variante, den Core Graphics. Amstrad GX4000, auch so ein gescheitertes System, wo Amstrad mal sagte, in den Anfang der 90er mit dem System gegen Nintendo und Sega konkurrieren zu wollen. Ist leider fehlgeschlagen. 2600 im klassischen Gehäuse. Da unten haben wir noch einen Interton versteckt, mal Mega Drive 1 und noch ein anderes 2600er Gehäuse. Dann direkt angeschlossen sind der 3DO in der Toplader-Variante von Panasonic. Drüber Master System 1. Persönlich gehöre ich zu denen, die das Master System 1 von in der Knight Rider-Optik, wie man so schön sagt, ansprechender finden als das 2er. Zumal der auch den RGB-Ausgang und den Kartenlaser direkt eingebaut hat. Deswegen Master System 1, wenn überhaupt. So. Womit ich in letzter Zeit am meisten beschäftige, ist der Jaguar, hat jetzt sogar vor kurzem von mir ein CD-Laufwerk verpasst bekommen. Und oben drüber steht noch mein PAL-Saturn.
Ja, dann sage ich an dieser Stelle nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt uns treu und wie gesagt, wenn was sein sollte, irgendwas Spannendes gefunden habt, kommentiert einfach mal, schickt uns eine Nachricht und dann gibt es bald viele weitere spannende Folgen. Gerne auch mit euren Wünschen. Bis bald.